jetzt so kurz nach dem Ziel, bist du sehr enttäuscht über Platz 4? Ja gut, Platz 4 ist immer die Holzmedaille. Ich meine, wenn man so nah dran ist am Titel, ist immer enttäuschend. Aber gut, ich denke, ich habe ein schönes Rennen gezeigt und beweist, dass ich in einer guten Form bin für die Tour. Und gut, mit Platz 4 ist man natürlich nicht ganz zufrieden, aber ich denke, auch nicht ganz schlecht. Ich habe noch ein paar Jahre und ein paar deutsche Meisterschaften vor mir, und wo ich dann nochmal für den Titel kämpfen kann. Wie schwer war das heute, das Rennen? Ja, es war von Anfang an Zug drin. Wir hatten direkt in der ersten Runde eine richtig starke Spitzengruppe. Es war ja ziemlich schnell alles auseinandergerissen, waren auf einmal nur 30 Mann vorne, 15 Mann vorne, und dann ging das Gespringe los. Dann waren nur noch zum Schluss 4 Mann. Oder was heißt, ich war mit Burkhardt, Buchmann und ich waren halt hinten in der Verfolgung von Dinge. Gut, Buchmann brutal stark heute. Burkhardt, ja, konnte ich nicht halten am Berg, und so musste ich gegen den 1-1-Sprint gegen Dege, und ich meine, es ist keine Schande, den zu verlieren.